Ich wünsche Ihnen, ich wünsche euch einen schönen ersten Advent. Advent, das ist die Zeit des Wartens auf die Geburt Jesu. Ursprünglich auch eine Zeit des Fastens. Besinnen auf das, was mich im Leben trägt. Advent verbinde ich mit einer trubeligen Zeit. Das Jahr neigt sich dem Ende. Auf der einen Seite das Warten auf Weihnachten und auf der anderen Seite die Hoffnung, man möge noch alles geschafft bekommen, was bis dahin ansteht. Eine Zeit, um sich bewusst Auszeiten zu nehmen, weil sie eben auch nötig scheinen. Selten starte ich freudig in den Advent. Meist habe ich das Gefühl, er überrascht mich mal wieder. In der Zeit dieser Pandemie hat Warten für mich noch mal mehr eine negative Konnotation bekommen. Der fade Beigeschmack von "Gedulde dich, es ist noch nicht so weit. Durchhalten, das schaffen wir auch noch. Zähne zusammenbeißen, ich muss jetzt einfach abwarten." Warten verbinde ich allzu oft mit Ohnmacht. Irgendwie fühle ich mich ausgeliefert, genötigt, einen Gang runterzuschalten. Warten heißt aber auch, Raum zu haben, durchatmen zu können und zu dürfen. Ich persönlich fühle mich dann oft ausgebremst. Da, wo aber Raum ist, können wir auch selbst wieder uns als schöpferische Kraft erleben. Nicht um einfach etwas zu tun, damit es erträglicher ist, sondern erleben, dass unsere Gedanken über uns selbst und über die Realitäten, die wir erschaffen, hinausgehen. Ich möchte diese Adventszeit bewusst nutzen, um mir Raum zu geben. Meinen Gedanken und Gefühlen, mir Zeit nehmen, in die Stille zu gehen und zu spüren, was ist da in mir an Gedanken und Gefühlen, und diese ernst nehmen, die Bedürfnisse entdecken, die dahinter liegen, mich ernst nehmen, wahrnehmen und mich in Achtsamkeit für mich selbst üben, gut bei mir sein können. Wie wollen Sie diese Adventszeit begehen? Das Warten in dieser Pandemie und das Warten auf Weihnachten verbindet uns. Ich wünsche Ihnen und euch einen wohlwollenden Blick für euch selbst. Zeit zum Sein. Zeit mit Achtsamkeit für euch selbst und für die anderen.